Ihr wart eine Riesenhilfe. Wow. Ich habe auf euch gewartet. Zuerst möchte ich euch danken. Danke. Durch eure Hilfe hat der Dorfclown sein Selbstvertrauen wiedergefunden. Ich möchte euch danken. Stille 10 Sekunden lang. Danke. Ich wollte etwas fragen über die bösen Schweine. Hä? Ja, natürlich. Unsere liebe Freundin wurde von den bösen Schweinen entführt. Feuer, Eis, Geist. Was? Ich sehe, ihr habt schon 3 Schweinetaschen gefunden. Jetzt können wir noch eine. Wie ihr wisst, kann man das Versteck eines bösen Schweins nur mit der richtigen Schweinetasche finden. Ja, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert. Wenn ihr nicht wisst, welches böse Schwein eure Freundin entführt hat, müsst ihr sie alle bekämpfen. You don't say. Versteht ihr das? Verstanden. Wir brauchen noch 2 Schweinetaschen. Ah, also es gibt 5, okay. Schweinetaschen befinden sich immer an magisch verfluchten Orten. Mhm. Mit anderen Worten, eine ist im Dorf und eine ist im Wassertempel. Das schreibe ich mir mal auf. Dorf und Wassertempel. Aber welches Dorf? Das hier oder was? Wie kommen wir dahin? Tja, ihr müsst die Straße zum Wassertempel öffnen. Zum Wassertempel? Kommt hier entlang. Ich wollte doch noch das Schild lesen. Och Mann. Nimm diese Holzfigur und zerbrich sie. Ah. Clownstatue des Schweinestamms. Ah. Wie soll ich etwas so Großes zerbrechen? Diese Holzfigur ist aus dem Eichenbaum gemacht. Wir haben sie mit unserer Kraft beschützt. Siehst du den Brunnen dort? Ja. In diesem Brunnen ist ein Buch versteckt, das sogenannte Schreinerbuch. Damit kannst du die Holzfigur kaputt machen. Aber da muss ich ja erstmal den Dings aufmachen. Der Brunnen ist mit einem schweren Metalldeckel verschlossen. Ja. Bringst du mir das Schreinerbuch? Hier, das wirst du brauchen. Was ist das denn? Poundgras. Das? Das mag der Flugpaun gern. Er befindet sich im Zirkuswarenlager. Das ist der Elefant. Verstehe. Du willst mit dem Flugpaun den Deckel öffnen. Genau, aber Vorsicht. Führ ihn raus. Wenn du einen Fehler machst und er das Paongras isst, kannst du direkt wiederkommen. Okay. Okay. So, jetzt können wir erstmal hier das Schildchen lesen. Können wir wahrscheinlich... Böses Schweinekostüm. Gegner halten, Zauberkraft mit der Zauber... mit dem Zaubermeter erhöhen und unten um Kreis drücken, um Kraft zu nutzen. Das ist Bahnhof für mich. Okay, ich wollte eigentlich mal ganz gerne
speichern. Das werde ich jetzt, glaube ich, auch erstmal machen, weil wir haben hier schon so viel erledigt. Achso. Da habe ich jetzt ein bisschen Schiss, dass mir irgendwie die Blaze abraucht oder so. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit dem Elefanten funktioniert. Beziehungsweise dem Paon. Willst du den Deckel des Brunnens öffnen? Mit der Kraft des Pauns könnte es klappen. Aber sei besser vorsichtig. Pauengras mag er am liebsten. Berühre ihn nicht. Lass ihn nicht los. Führe ihn nur ganz vorsichtig. Ich warte hier am Brunnen. Ich habe jetzt nichts gemacht. Okay. Es wäre ganz angenehm, wenn man die Analogsteuerung. Benutzen könnte. Nicht festbacken. Ah, super. Okay, das reicht. Leg jetzt das Pauengras dort ab. Wir fangen lieber mal an. Jetzt sagt nicht, dass ihr noch eine Kette braucht. Okay. Los. Mit auch ein Hütchen auf, fällt mir jetzt gerade erst auf. Okay. Kann man da rein? Ich will da rein. Das Buch. Du hast es geschafft, Tombi. Ja. So, kann man da rein? No. Okay, dann gehen wir wieder nach oben. Also manchmal geht er direkt, wenn man da drauf steht, geht er manchmal direkt an die Leitern dran und manchmal irgendwie denkt er sich so, oh, wo ist denn hier die Leiter? Nee, oh, da wäre ich ja fast schon wieder rausgegangen. So, alter Mann.
Okay, wir sind fertig. Los geht's. Uraltes Leben. Beschützer des Weges. Geister der Eiche. Verseht eure alte Pflicht. Weist den Weg. Weist ihn uns, wie wir noch hoffen. Das ist dann die andere Schweinetasche. Wenn du diesem Weg folgst, kommst du zum Wassertempel. Tja, es wird Zeit. Sei vorsichtig. Gut, dann gehen wir mal da runter. Okay, man kann auch nichts steuern, das macht er von selbst. Das ist die Schweinetasche. Erdschweinetasche erhalten. Nein, 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 nein! Oh. Mann. Zum Glück ist da keine Ladepause zwischen. Also wenn man diese Kette berührt, dann geht er direkt von selbst nach oben. Wo kommen wir denn da hin? Ah, da ist die Ladepause. Wassertempel. Ja, Musik ist sehr creepy. So. Und das würde ich sagen, ist eigentlich eine ganz gute Stelle zum Pausieren. Heute haben wir ja einiges geschafft und wir sind, glaube ich, um einiges weiter nach vorne gekommen, was die Story angeht. Ja, und ich hoffe, euch hat's gefallen und dass wir uns dann vielleicht beim nächsten Mal, also bei der nächsten Aufnahme, wiedersehen.